werden wir das Banner des MFC Kulturtal schlecken. Da haben wir einmal eine Belanca, ein Schleppmodell mit 3,40 Meter Spannweite, angetrieben von einem 150 Kubikzentimeter Motor. Und der Pilot Rudi Paulmeier, ein erfahrener Schlepppilot, der im Regelfall die Segelflugzeuge in die Luft befördert. Und jetzt begrüßt er sich aufs Herzlichste mit dem Banner des MFC Kulturtal. Hat Kraft ohne Ende und ist kunstflugtauglich. Einen Applaus für Rudi Paulmeier. Liebe Piloten, und zwar nächster Programmpunkt Markus Schwab mit seinem Jet, als nächster dann das Banner abgeworfen, wird eingesammelt und dann setzt die Belanca vom Rudi zur Landung an. Ein imposantes Fluggerät, diese Belanca. Setzt Butterweich auf, Applaus für den Rudi. Eine Minute. Und Applaus für den Markus für diese Top-Landung. So, mit voller Power geht es gleich weiter. Das, was hier gerade gestartet wurde, ein Klassiker, eine L47B Thunderbolt, geflogen von Franz Oma vom LSC St. Margarethen. Dieses Gerät, ein absoluter Hingucker auf jeder Flugshow. Der Sound ist natürlich gigantisch. Und Franz Oma wird diese Thunderbolt gehen nachfliegen. Achtung, eine Durchsage an die zwei Radfahrer, die sich dort vor der Absperrung befinden. Bitte verlassen Sie unsere Flugfenster. Das ist gefährlich. Zurück zu unserem Modell. Ein paar Details, die uns Franz Obenhoff verraten hat. Originalnachbau im Maßstab 1:4. Sagenhafte Spannweite von 310 cm, also 3,10 cm. Länge 2,90 m. 400 Kubik. Sternmotor 23 PS. Eine
Luftschraube mit dem sagenhaften Durchmesser von 37 Zoll, also nicht Zentimeter, sondern Zoll. Natürlich ein einziehbares pneumatisches Fahrwerk, Rauchanlage an Bord, wie uns das gerade bei diesem Looping demonstriert. Klappen ausgefahren, alles wie im Original. Applaus für diese tolle Maschine und für ihren Piloten Franz Umbach vom LFG St. Margarethen aus der Steiermark. Aber nicht zu verdrampeln. Pilot Winter mit einer Hüst 500. In vielen Arbeitsstunden mit der Hand hergestellt. Bespannt wie anno dazumal mit Spannlack und Gewebe. Zero, Mitsubishi Zero, der Standardjäger der japanischen Luftwaffe und Informationsflug vorgeflogen. Sie sehen eingebaute Rauchanlage. Gestern das erste Mal, heute das zweite Mal. Und natürlich unterschiedliche Flugzeuge mit unterschiedlicher Motorisierung sind gar nicht so einfach auf einen Nenner zu bringen. Also so beieinander zu fliegen und dann originalgetreu über den Platz gezogen. Und meine Herren, das geht noch tiefer. In dem Fall nicht tiefer, wunderbar. Und Zero auch im Tiefflug drüber und wieder nach oben weggezogen. Applaus für die erste guterreiche Landung. Anderen setzt zur Landung an. Mitsubishi Zero, wunderbar butterweich aufgesetzt. Angetrieben
von Verbrennungsmotoren zwischen 15 Kubik und 150 Kubik. Ja, dieses wunderschöne Schiff hat natürlich auch eine Rauchanlage an Bord. Kurzer Check, ob alles funktioniert. Und Treibstoff. In diesem Fall Check 15. Dieses Modell ist eine absolute Augenweide, ist im Maßstab 1 zu 4 der Thunderbolt P47D nachempfunden. Das Original hatte eine Spannweite von 12,42 Metern. Fahrwerk hat er gerade ausgefahren, setzt da anscheinend zur Landung an. Also wenn so ein großes Modell so wunderbar weich zur Landung ansetzt. Das ist absolut faszinierend. Sie sehen Landeklappen gesetzt. Applaus für unseren Franz Obenhoff. Als nächstes bleiben wir im gleichen Metier. Adi Leopold mit einem Hannibal. Dieser Oldtimer, den könnte so, dieses Modell, ein absoluter Hingucker, wird mit 38 cm gefeuert und hat eine Spannweite von 2,30 m. Gekauft wurde es. Hannibal ist ein Eigenkonstrukt mit Oldtimer-Charakteristik. MFC St. Margarethen.